Hallo Gamer und herzlich willkommen zurück bei eurem Rio und einer neuen Session von Let's Play Anno 2070, dem Endlosspiel 10 Stunden der Tycoons. Viel haben wir auch nicht mehr vor uns. Wir sind jetzt gerade mal noch bei einer Dreiviertelstunde, die wir aufnehmen müssen. Das bedeutet, es ist die letzte Session mit den Tycoons. Wir werfen hier nochmal einen Blick auf unsere Stadt. Also ein bisschen was haben wir schon geschafft. Was ist denn hier los? Kriminalität. Oh je, wir sollten mal eine Bullerei bauen. Hier, zack. Kommst du hier irgendwo ran? Na, entwickelt sich hier die Kriminalität. Registrier neues Sicherheitsgebäude. Eine ausgezeichnete Entscheidung. So. 112, das Achievement haben wir auch gewonnen. Ja, der letzte Part war leider etwas fail. Und zwar habe ich da die Stimmaufnahme nicht angeschaltet. Also vergessen, ich gebe es zu. Ich habe sie vergessen. Deswegen kurz ein Update. Was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, den Schmuck zu bauen. Und zwar auf, ich muss gerade mal die Insel finden, auf dieser schnicken Insel hier. Bauen wir gerade Gold ab. An alle, das Vorspulvideo nicht gesehen haben. Also 27 Goldbarren haben wir hier immerhin auch schon. Gar nicht so wenig. Die können wir dann demnächst nach oben fahren. Wir müssen noch Diamanten dafür anbauen. Müssen wir mal schauen, ob wir es in den 45 Minuten noch hinkriegen, die wir noch haben. Ansonsten haben wir, ich glaube, hier haben wir nur ein bisschen Ozon verbessert, weil hier eine, hier war ein kleines Problem mit dem Warenhaushalt. Also hier kam echt wenig bei rum, weil der Boden übersäuert war. Das war dann natürlich nicht so ideal. Jetzt ist er wieder bei 0, also eine stabile Ökobilanz. Und wir haben Hector den Chaos gemacht. Die zerstörte Piratenbasis sieht man hier noch. Denn der hat uns die ganze Zeit ziemlich genervt, hat uns sogar 3 dicke Schiffe weggeballert. Mittlerweile haben wir uns aber von unserer Flotte wieder getrennt, denn ich denke, die letzten 45 Minuten können wir friedlich weiterleben. Und friedlich weiterbauen. Wir könnten eigentlich noch ein zweites Finanzzentrum für diese Dinger hier, für diese Typen hier bauen. Dann kommen wir vielleicht noch auf ein paar mehr von den Großen. So, machen wir noch die Straße schön hier. So muss das sein. Ach, das ist hier der Platz, ne? Den können wir verschönern. Unser Platz muss schöner werden. Rettet die Wale, findet Nemo. Wunderbar. Da muss ich wohl selber ran. What the fuck? Eine Demonstration. Ich könnte Millionen verdienen, aber ich bin ja hierher gekommen. Wie lange ist die denn? No. Registriere Rückgang der Kriminalität. Das ist natürlich echt cool, echt uncool so. Ein Aufstand blockiert die Funktion dieses Gebäudes. Ach, what the fuck? Sogar die hier, sogar die Forscher. Ihr seid doch alle scheiße. Ich hasse euch. Na gut. Ist jetzt nur die Frage, wie lange geht das? Ich hoffe nicht zu lange. Derweil schauen wir uns da mal um. Ja, die wollten, dass ich das Kraftwerk hier abreiße, aber das wäre nicht möglich gewesen. Dann hätte ich ja alles zupflastern müssen mit Kohlekraftwerken. Also mittlerweile sind wir von dem scheiß Atomkraftwerk echt abhängig. Ich finde es auch ein bisschen abwegig, dass ausgerechnet Tycoons gegen ein Atomkraftwerk rebellieren. Ja, ich meine. So, muss unter Wasser errichtet werden. Ich glaube, wir haben hier sogar Rohstoffvorkommen. Für Diamanten, genau. Und Diamanten müssen wir dann quasi auf dem Boden platzieren. Das wird angebaut wie eine Farm. Also wir müssen dann ein paar Gatter errichten. Moment. Und das machen wir dann auch gleich mal. Wir hatten mal hier wieder meine... Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja, klar. Schon okay. Schon okay, wenn ihr mich verlassen ja, wollt. Du bist mir ja eine große Hilfe. Sag mal, sind jetzt alle gegen mich hier? Alle sind gegen uns. Schnief, schnief. So, fangen wir an mit den Diamanten. Brauchen wir dafür noch irgendwas? Nein, wir brauchen tatsächlich nur Bauzellen und Werkzeug. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh, ich wollte nicht... Oh, ich sag's euch, ich habe Muskelkater. Ich habe schon auf Facebook gepostet. Der bringt mich echt gerade um. Oh, vorgestern war ich trainieren, also im Fitnessstudio und... Ja, was passiert, wenn jemand, der absolut untrainiert ist, noch eigentlich noch nie im
im Fitnessstudio war, dann anfängt, weil er meint, ja, könnte mal was für seinen Körper tun, so nach dem Motto, ne? Was passiert dann? Ja, dann passiert der Super-GO, man kriegt einen extremen Muskelkater. So, ich hoffe, das ist immer noch miteinander verbunden hier. Und das geht. Ja, sieht mir so aus. Scheint mir zu passen. Wir können trotzdem hier noch so ein Teil hinbauen. Demonstrieren die immer noch. Mann, Mann, Mann. Wann wird denn das besser? Ist doch gar nicht. Wir bauen jetzt auf jeden Fall erstmal zwei Agra-Rails hier hin. Wir lassen die Ecke mal frei. Machen wir das so rum? Oder? Ne, wir machen mal. Wir machen das mal anders. Bauen wir mal in die andere Richtung. Konstruktion finalisiert. Schön. Eine Wartungseinheit. Das Gebäude arbeitet also noch, ja? Immerhin etwas. So, dafür brauchen wir wahrscheinlich wieder Kraftwerke, ne? Bauen wir mal hier zwei hin. Und dann fehlen uns Bauzellen. Ich muss was. Schubidubdudu. Ach, das ist ein U-Boot. Du kannst mal auftauchen, U-Boot. So, tauche es auf. Und wir holen uns Bauzellen ab. 117 haben wir immerhin. Warnung. Verschuldung erreicht kritischen Wert. Ach ja, ist klar. Lade Maßnahmenkatalog zur Gegensteuerung ins Datenlog. Brauchst du mir nichts für ins Datenlog laden, wenn die so bescheuert sind und streiken, dann ist klar, dass da nichts ist. Oh, sie haben aufgehört. Oh, Gott sei Dank. Wie viel Bevölkerung haben wir verloren? Oh, eine ganze Menge, wa? Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da vorhatten. Guck mal, jetzt geht's wieder runter, hä? Mann, Mann, Mann. Ihr seid mir echt ein paar Pappnasen. Und wir haben immerhin... Ah, wir haben noch nicht genug davon. Das Lager leert sich auch schon wieder. Es kamen wieder 12 an. Hier könnten wir auch glatt nochmal ein paar bauen. Bin zufällig in der Gegend. Braucht irgendwer was? Trenchcoat, wo bist du? Mal sehen, was der alte Hase im Angebot hat. Hä? Ach, der muss erst noch reinfahren. Nichts, was wir brauchen. Spirituosen kauft er? Cool. Das können wir dann eben gleich noch vorbeibringen. Denn davon haben wir echt tonnenweise. Tonnenweise Spirituosen. So. Ach. Ich weiß wieder, warum ich die da hingeschickt hatte. Eigentlich sollten die das Schiff eskortieren. Und deswegen war die blöde Tante auch sauer auf uns. Weil wir das nicht gemacht haben. Ach, du sollst wieder hochfahren. Komm mal raus aus der Gruppe 1 hier. Naja, egal, was soll's. Du fährst auch nach oben. Unsere Bilanz rutscht wieder hoch. Schönes Ding. Was haben wir hier eigentlich jetzt? Info-Hive. Erhöht den Wohnraum für alle Tech-Wohnhäuser. Wohnraum erhöhen ist eigentlich ganz gut. Achso, plus 80% Energie. Deswegen haben wir das angestoßen. Weil wir probiert hatten, die blöde streikende Bevölkerung abzuhalten, zu streiken. Weil wir eigentlich nett sind. Aber nee. Undankbares Pack. So. Packen wir doch mal das Kriegsschiff hier voll. Was brauchen wir denn, um noch ein bisschen mehr Champagne rauszukriegen? Wir brauchen Beton und Stahl. Beton und Stahl haben wir. Wir haben da gar nichts mehr. Wir brauchen auch Bauzellen. Ich glaube, wir bauen doch mal einen großen Frachter hier. Oh, was ist denn das hier? Raider. Leicht gepanzert, aber extrem schnell. Setzt dieses Piratenschiff Einheiten auf allen Ebenen schwer zu. Aha. Ist gar nicht mal schwach, ey. 15, 15, 15. Deswegen haben die das mit meinem U-Boot auch so zerruppt. Blöden Raider. Nee, wollte ich gar nicht. Wir wollten ein Containerschiff bauen. So. Bodenkonstruktion finalisiert.
Sam. Edelsteine. So. Dann, zacke, 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 zacke. Oh, und jetzt müssen wir Diamantenfelder hinrunzen. Brauchen wir noch mehr Kraftwerke? Ne, das reicht. Das reicht. Wie viel brauchen wir? 8 brauchen wir. Registriere inaktiven Black Smoker. Starte Ressourcenscan. Wo? Das ist ja interessant. Das wird hier ganz schön eng, ne? Müssen wir mal so sagen. Und platzoptimiert wird das natürlich auch nicht. Aber das ist bei uns ja eigentlich sogar normal. So, die 8 haben wir hier voll. Heul nicht rum, du kriegst auch deine Kreise. 2 noch. So, perfekt. Du kriegst sie natürlich auch. Oh. Hier können wir noch einen hinpflanzen und da. Naja. Energie passt da nicht mehr zwischen, aber wir haben ja genug. Das sieht ja auch spannend aus hier. Diamantabbau. So, wo ist der inaktive Black Smoker? Was sind wir denn jetzt? Ah, hier. Kupfer. Fahrzeug fertiggestellt. Hm. Der hat uns ordentlich was gegeben wieder. Und ich könnte jetzt, also wir sind jetzt echt gut im Abverkauf. Ist doch egal, woher das Zeug stammt. Du hörst inzwischen zu. Was steht an? So, wir können ein bisschen Munition mitnehmen, ein paar Waffen. Das Problem ist, wir brauchen das meistens zur Forschung. Deswegen nehmen wir das jetzt mal mit. So. Oh, wir haben so wenig Stahl und so wenig Werkzeug. Aber Rechnung gibt's keine. Ja, ja, ist ja gut. Dann holen wir uns ein bisschen Werkzeug und so. Was muss, das muss. Das nehmen wir mit. Kann man bei dem noch irgendwas verkaufen? Die Gourmet-Menüs gehen auch langsam wieder runter. Oh, naja gut, Trüffel werden da angebaut. Umtausch ausgeschlossen. Das passt also. So, dann können wir uns nochmal die Handelsrouten angucken. Und zwar der hier. Das ist eine Pioneer, der hat 3 Ladekammern. Da lädt die das aus. Wird eingeladen. Oh, die hat ja schon. Hat ja dann schon 3 volle Ladekammern. Dann müssen wir die austauschen. Müssen wir die eigentlich austauschen mit dem Containerschiff. Was ist denn das Containerschiff? Mit dem hier. Das entfernen wir. So. Containerschiff fährt. Dann lade auf Octarin noch die Diamanten ein. Diese hier. Und die müssen im Mikon ausgeladen werden. So. Perfekt. Dann haben wir das optimiert. Das kleine Ding hier hat jetzt keine Arbeit mehr, wa? Das war vorher immer da dran. So. Wir brauchen jetzt natürlich auch noch eine Route von hier nach oben. Strategische Karte. Und zwar neue Handelsroute Gold. Von hier. Da laden wir die Goldbarren ein. Wein, Gemüse. Naja, wir fahren einfach Spiel mal gespeichert. Dorthin und laden die Goldbarren aus. Was für ein Schiff können wir hinzufügen? Wo ist denn die Albatros gerade? Die fährt da oben, die hat keine Aufgabe. Nehmen wir die Albatros. Perfekt. So.
du, mein Freund. Warte mal. Das hier müssen wir dann mal über Bord schmeißen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, mit dem großen Containerschiff dann nochmal zurückzufahren. Wie ist der Ölstand hier gerade? Registriere Störfall im Atomkraftwerk. Keine Strahlung ausgetreten.